Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever. Ja, mein Name ist der Ed. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr seht, gibt es ein Problem. Denn für die Zuschauer, die Stammgast sind, sage ich mal, wird es jetzt auffallen, wir sind auf einer neuen Karte. Wir waren ja vorher auf einer USA-Karte. Es kamen jetzt auch ein paar Tage keine Folgen. Das liegt einfach daran, ich habe versucht, den Spielstand zu retten, aber es war nicht möglich. Und zwar aufgrund einer Mod, die ich jetzt natürlich runtergeschmissen habe, ging es leider nicht mehr, den Spielstand zu laden. Ich würde sagen, wir machen das Beste draus. Wir starten einfach nochmal neu. 1850. Ich habe diesmal auch eine Verlangsamungsmod drinnen. Das heißt, es wird alles etwas langsamer ablaufen. Also die Jahreszeiten. Und wir haben genug Zeit, die verschiedenen Epochen zu erleben. Und das ist zumindest so der Plan. Und ich habe mir gesagt, okay, wenn wir schon neu anfangen, nehmen wir mal wieder die Europakarte. Denn es kamen ja auch ein paar Kommentare, Europakarte wäre besser gewesen, etc. pp. Alles klar, sage ich, kein Problem. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wenn wir eh neu anfangen müssen, machen wir das einfach so. Gut, ich habe hier gerade den Überblick über die Karte und ich habe mir diese Startpunkte hier ausgesucht. Und zwar einmal, hoppala, Nienburg und Wiedmarschen ist relativ nah, das heißt, es kommt kontinuierlich was an. Außerdem haben wir hier Öl, was wir dann hier rüber schicken können und von dort aus dann hier hinschicken könnten. Und dann eventuell weiterverteilen, das muss ich mal gucken. Aber als allererstes schauen wir mal, wo wir was bauen können. Hier hinten ist jede Menge Personen. Das heißt, wir müssten versuchen zu kreuzen. Hier so rüber. Können wir machen. Theoretisch. Da wir ja am Anfang eh nicht so viel Kohle haben, nehmen wir auch den kleinen Bahnhof. Wupp. Gucken wir mal, das, was sie so rankriegen. Decken wir sehr viel ab. Kurz rauszoomen. Ja, doch. Da decken wir richtig gut ab. Das ist in Ordnung. Kleiner Bahnhof. Wir fangen an mit 80 Metern Bahnsteinlänge. Mit einem Gleis erstmal. Wird natürlich später vergrößert werden. Das ist ja klar. Schauen wir mal hier, wie es hier aussieht. Eventuell sollten wir gleich mal versuchen, in die Straße zu investieren. Ist das die richtige? Nein. Doch, das ist die richtige. Aber ohne Abzug irgendwas abzureißen. So. Verbinden wir mal. Geben wir der Stadt mal gleich mal ein bisschen Starthilfe. Jetzt gucken wir mal nach dem Bahnhof. Hier nehmen wir natürlich jetzt nicht so viel mit. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Dann nehmen wir die ganzen Dinger. Das ein bisschen mehr mitnehmen. Ja, machen wir es so hier oben. Sollte passen. Zeit für die Bahnlinie. Dann nehmen wir mal, weil es günstiger ist. Könnte natürlich jetzt schon wieder auf Maximum gehen, auf 125, aber das wäre jetzt absolut Geldverballerei. Wir gehen mal auf die 60er Gleise. Am Anfang. Das ist eine ganz gute, Alternative. Ja, lass mal kicken. Können wir da eventuell nicht mit. Ah, hier muss er aufschütten. Das ist ja auch doof, ne? Das ist ja richtig doof, ein bisschen, dass er hier rüber geht. Oder so aufschütten, da geht er runter. Das ist ja doof. Nee, das können wir so nicht machen. Nee, das machen wir so nicht. Wir machen es anders. Wir gehen zwar hier rüber. Ah, jetzt haben wir hier doch hier eine. Naja, nur eine Aufschüttung, keine Dingsbums. Brücke. Nee, so rüber.
an der Straße lang. Sieht gut aus. Vielleicht können wir den Forstbetrieb da demnächst dann auch noch in Betrieb nehmen. Es ist doof, dass der hier aufschütten muss, ne? Das gefällt mir nicht so. Aber er muss halt hier die Höhenlinien ausgleichen, sage ich mal. Dann geht er runter. Und ein bisschen richtig, ja, sind auf Kurs. Sieht doch ganz gut aus. Nur so ein bisschen auf. Ja, ein bisschen angeglichen hat er. Okay, das ist in Ordnung, damit können wir leben. Jetzt müssen wir natürlich noch einen. Machen wir mal außerhalb. Eventuell wird es noch umgebaut. Natürlich, wie immer, ein Depötchen. Da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Das ist verkehrt, das will ich haben. So, damit hätten wir das schon mal. Damit können wir schon mal den ersten Zug theoretisch auf die Strecke schicken. Machen wir das doch mal, wenn wir gerade dabei sind. Und zwar von hier Nienburg-Weser nach Witschmarschen. Und das wird Nienburg-Weser-Marschen Personen. In einem schönen Gelb. Nonstop. So, was haben wir denn da? Lokomotiven. Autosave. Die Baldwin hätten wir. Haben wir hier echt schon wieder Triebwagen oder sowas? Ja, wir könnten jetzt schon theoretisch anfangen, hier solche Züge zu bauen, aber erstens, wir haben keinen Strom und so weiter. Also, und es wäre auch ziemlich unrealistisch, im Jahre 1850 damit anzufangen. Ja, wir gucken mal, was haben wir denn? Wir hätten die Baldwin oder die D1, D3. Die fährt 40, 70 kW, 50 kW. Die Baldwin ist stärker. Hat ein bisschen höhere Betriebskosten. 40. Dann machen wir. Nehmen wir die Baldwin. Komm, wir nehmen die Baldwin. Es wird sich schnell einpendeln. Passagier. D1K könnten wir nehmen. Oder den Personenwagen mit 14 gleich. Schafft auch 50, das ist gut. Und die Baldwin hat geschafft. Wie viel hat die Baldwin geschafft? Warte mal kurz. Die Baldwin schafft momentan 40. Güter, nein. Wartet mal ganz kurz, ich bin gerade durcheinander. Personenwagen schafft 50. Die schaffen 40 mit 6, die sind kleiner. Die haben mehr Betriebskosten, würden aber gleich mal 14 mitnehmen. Fangen wir mit den Kleinen an oder nehmen wir gleich die Großen? Bevor wir wieder anfangen rumzubasteln. 40, 56, 71. 87 ist mir zu viel. 71, das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Und zack, zack, zack. Machen wir alles weg. Und wir starten jetzt mal mit unserem ersten Zug. Da kommt er raus. Ah, wunderschön. Ja, sehr schön. Und wir fahren gleich mal mit. Ah, das sieht toll aus hier, oder? Durch den Wald. Das hat was. Das hat doch mal was. Das sieht richtig gut aus. Ja, und ich möchte
auch wie in der letzten, in dem letzten Let's Play, eigentlich auch so wieder handhaben. Ein Depot, von wo alles aus abgehen soll. Das ist so zumindest der Plan. Das werden wir auch so handhaben. Ah, ich bin es gewohnt. Ich habe ja auch auf meinem Kanal jetzt Railway Empire. Dass man die Ansicht hier so auch bewegen kann. Sorry, ich war gerade ein bisschen falsches Spiel. Wir fahren einfach erstmal mit. Gucken uns einmal die Strecke an. Und dann setzen wir noch den ÖPNV, dass das vorangeht. Und lassen das richtig krachen. Nienburg, Wiedmarschen, Personen. Ich habe Peronen geschrieben. Ah, ich sehe es gerade. Werde ich gleich nochmal ändern. Wenn wir angekommen sind. Ah, herrlich. Das sieht einfach geil aus. Das sieht schön aus. Durch den Wald hier, das hat was. Aber dass es halt so aufploppt teilweise, ist unschön. Ein bisschen unschön. Aber egal. Wir erfreuen uns der Zugfahrt. Entlang der ja, Landstraße, nenne ich es mal. 40 km/h. Maximum, was geht. Das ist doch was. Aber ich glaube, auf dem Rückweg wird er sich ein bisschen quälen. Ist ja doch ein bisschen. Naja, ein bisschen Steigung ist drin. Aber so an sich. Wechsel mal die Ansicht. Kleine Lok zieht solche Waggons, also die als Wahnsinn. Toll wäre es natürlich auch, wenn Ihmchen hier sich bewegen würde. Ne? Das hätte auch was. Machen wir Folgendes. Blenden wir mal ganz kurz das Interface aus. Ihr kennt das ja. Ab und zu mache ich das mal für Thumbnails. Muss sein. Wie weit wir noch weg sind. Noch ein paar Meterchen. Doch eine ganz schöne Strecke. Ah, mal kicken. Ach, jetzt sind wir erst hier an einem Übergang. Okay, interessant. Müssten wir aber gleich da sein. Zumindest ist hier schon mal die Stadt. Ein bisschen fehlt sie sich. Ich habe mal wieder was vergessen auszumachen. Wird Zeit, dass wir die ersten Umsätze fahren. Ja. In einem kleinen Landbahnhof. Das ist echt noch. Alles recht klein hier. Aber wir sind zumindest schon mal angekommen. Das ist doch schon mal was. Natürlich fährt er jetzt ohne Personen los, das ist klar. Ne? Ja, 0 von 56. Da müssen wir jetzt noch was tun. Das machen wir jetzt auch. Machen wir so lange auf Stop. Das müssen wir mal schauen. Wo wir denn die Leute hier einsacken können. Hier ist Wohngebiet, da hinten ist Wohngebiet. Würde ja fast sagen. Wartet mal. Wir nehmen. Haben wir nicht groß? Mit zwei. Mit groß. Dann würde ich wieder was wegreißen, ist auch doof.
kann ja immer noch aufrüsten. So oder so würde ich was wegreißen. Ein bisschen doof. So oder so. Komm mal nicht drum herum. Okay. Das wäre die erste Station. Ich würde ganz gerne hier. Hier. Na. Hallo. Danke. Hier oben würde ich auch ganz gerne jemanden hinbringen. Wartet mal, wir machen mal Folgendes. Schaffen wir eine Verbindung. Dann können wir hier nämlich zurückfahren. Und dann passt das besser. Dann setzen wir nämlich hier hinten noch einen hin. Und werden in die Straße noch einen reinsetzen. Und hier vorne auch noch. Genau. Sehr gut. So. Das heißt, wir brauchen erstmal ein Busdepot. Machen wir mal. Machen wir mal hier. Zacke. Sehr gut. Dann brauchen wir noch eine neue Linie, beziehungsweise wir müssen die noch mal ganz kurz umbenennen. Weil das ist, geht ja gar nicht. Personen. Zack. Neue Linie. Hopp. Also, wir fangen natürlich hier an. Gehen von hier aus da lang. Gehen hier lang. Gehen da lang. Gehen da lang. Da lang. Da lang. Hier lang. Hin zurück. Dann fahren wir wieder dahin. Na. Ach, Autosave. Hier oben lang. Da lang. Da lang. Weimarer Straße. Und dann würde er zurückfahren. Dorthin. Passt doch. Okay. Das Ganze nennen wir Bus. Meet. Marschen. Schön grün. Jetzt gucken wir mal. Hopp. Was haben wir denn da? Pferdekutsche mit 4. Postkutsche mit 4. Schafft 15. 15. Pferdefuhrwerk. Ach, das so ist das. Okay. 15. 15. 15 Jahre. Nehmen sich gar nichts. Wir nehmen die hier. Das war, glaube ich, in so einem Grün, ne? Bin ich irre? So, kaufen wir mal ein paar. Jetzt mal 8 Stück. Gucken wir uns mal den Takt an. 135 Sekunden. Das ist natürlich noch zu viel. Ah, noch ein bisschen. Noch 2, dann müsste es reichen. 60 Sekunden ist nämlich so okay. 57, passt, ist okay. Schwupp, dann war schon fast pleite. Gib mal Gas. Gucken, ob wir da auch noch was in der Stadt hier errichten können. Schwupp. Schön wäre es natürlich, wenn wir das hier so. Geht fast sogar. Machen wir auch. Dann setzen wir da so schön rein. Ah, das ist ganz schön teuer, ganz ehrlich. Das ist teuer. So.
Halten wir hier. Halten wir hier oben. Dem Industriegebiet nehmen wir auch noch mit. Na. Ja. Wenn die hier auch noch mit einsacken. Okay, haben wir auch. So, selbes Spiel. Dass sie auch immer irgendwie so eine blöde Zahl haben müssen. So. Nienburg. Dorthin. Dorthin. Jetzt müssten wir eigentlich zurückfahren. Dann müsste da oben drehen. Nimmt er den hier mit. Hier fehlt noch was, ne? Ne, hier geht's auch. Geht zurück. Wo ist denn die Haltestelle hier? An der Klinke. Oh, nicht schlecht. Ist ja geil. Dann fährst du hier zurück. Fährst aber nochmal hier hin. Weil wir brauchen dich nochmal auf die Zweierstraße. Dahin. Fährst nochmal hier. Hier. Hier hinten wird es halt mehrfach belegt. Das war jetzt nicht so wild. So, und dann fährst du zurück. Das Ganze ist dann Bus Nienburg. Wunderschön rot. Wir lassen es auch bei dem Depot. Dann müssen sie halt mal hier durch. Hopp, hopp, hopp. Dann nehmen wir die in einem Rot. 13,7, 13,7, das nimmt sich wirklich nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Gucken wir mal. Wo ist Nienburg? Ja, da müssen wir nochmal nachlegen. Sieht's aus? 89, ist mir noch zu hoch. Ah. Komm schon. 68, noch 2. Ja, 62er Takt ist in Ordnung. Auf, liebe Pferdchen. Gebt Gas. Da läuft unsere Flotte. Ich bin mal gespannt, wann die Strecke hier angenommen wird. Weil hier steht noch keiner. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Nur von 56. Auch noch keiner. Eieieiei. Liebe Freunde, wie das weitergeht, das sehen wir im nächsten Part und ob unsere Strecke auch angenommen wird. Das alles erleben wir dann. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Bis dahin bin ich erstmal raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.